Move Electric wird euch präsentiert von Fairfinanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität. Ja, moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es herbstelt gewaltig, wir haben es jetzt Anfang November und da ist es natürlich Zeit, an Winterreifen zu denken. Und als ich mir das Model Y gekauft habe, das war Anfang September und da gab es bei Tesla noch nicht so diese Kombination mit Original-Tesla-Felgen und den entsprechenden Winterreifen. Die waren einfach noch nicht da, waren mir auch ein bisschen zu teuer, muss ich zugeben. Und da habe ich mir gedacht, gut, da kümmerst du dich später drum. Das war aber gar nicht so einfach und vor allem nicht wegen der Felgen. Reifen an sich ist nicht das Problem, aber die Felgen, das ist das Problem. Vor allem Felgen zu finden, die mir auch gut gefallen, die nicht so ein wahnsinniger Bruch sind. Und ich habe hier nun auch die 20 Zoll Räder drauf und im Winter wollte ich das natürlich, wenn es geht, beibehalten. Ja, und dann hat man halt Felgen, die haben keine allgemeine Betriebserlaubnis, also keine ABE hier für das Model Y, weil der Wagen einfach noch zu neu war. Und das hat mich mal auf die Frage gebracht, ja, wie kompliziert ist es überhaupt, sich Felgen zu kaufen und die dann irgendwie in den Kfz-Schein eintragen zu lassen? Und ich möchte euch mal mit diesem Video so ein bisschen zeigen, wie das geht und auch so ein bisschen die Angst nehmen, dass das total unkompliziert ist. Und wenn euch das interessiert, ja, dann bleibt auf jeden Fall dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja, gerade als Tesla-Fahrer, wenn ihr euch so ein bisschen umhört, da fällt immer irgendwie wieder der Name Reifenreber. Das war auch der Begriff, der mir irgendwie geläufig war, aber mit denen hatte ich vorher noch nie was zu tun gehabt. Aber ich habe dann natürlich da mal angerufen, weil die auch als einer der ersten spezielle Turbinenfelgen für das Model Y im Angebot hatten. Und zwar sind das hier diese ganz geilen 20 Zoll Rialfelgen, also auch in Schwarz natürlich, also im Prinzip sehen die fast genauso aus wie die Original-Teslas. Ich finde sogar, dass sie ein bisschen besser aussehen. Naja, und ich habe mich mit Markus Reber unterhalten. Das ist ja da der Geschäftsführer und Inhaber. Und er hat mir im Prinzip so ein bisschen die Angst genommen, so Felgen zu kaufen, die keine ABE haben, die man in den Kfz-Schein eintragen lassen muss. Und ich persönlich war natürlich völlig unerfahren, was das angeht. Also ich habe mir noch nie ein Teil ans Auto gebaut, was keine ABE hatte, was man in den Kfz-Schein eintragen lassen muss, was man eventuell sogar vorher TÜV abnehmen lassen muss. Das erschien mir alles irgendwie total kompliziert und aufwendig. Und in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, dass es eigentlich doch ganz einfach ist. Auf jeden Fall, jetzt habe ich hier meine vier Felgen bekommen und da sind auch Reifen drauf. Da gehe ich gleich noch mit drauf ein, welche und warum. Und was muss man als erstes machen? Ganz einfach, als erstes müssen die Reifen mal ans Auto. Und als zweites muss man sich einen Termin beim TÜV oder bei der DEKRA geben lassen. Da müssen sie nämlich die Reifen abnehmen, beziehungsweise die Felgen abnehmen am Auto. Und als drittes Termin bei der Zulassungsstelle. Da muss man mit diesem Gutachten vom TÜV beziehungsweise DEKRA dahin gehen und die tragen dann die Felgen entsprechend in den Kfz-Schein ein. Und dann ist alles paletti, dann seid ihr sicher, der Wagen ist versichert und so weiter. Die Versicherungsschutz gilt. Also das muss man machen, sonst kann man die Felgen natürlich montieren und damit fahren. Passiert erstmal nichts, aber sobald man einen Unfall hat, wird sich die Versicherung natürlich weigern zu zahlen, weil die Felgen für das Auto so gar nicht zugelassen sind. Ja, und warum können die nicht zugelassen sein? Naja, ganz einfach. Die Felgen können zum Beispiel ein bisschen breiter sein als die Originalfelgen. Dann ragen die ein bisschen weiter aus dem Chassis raus. Das ist natürlich nicht erlaubt. Gibt es halt gewisse Normen und Grenzen, die auch im Kfz-Schein stehen. Oder sie sind vielleicht zu schmal, dann passen sie vielleicht nicht richtig. Oder die Bohrungen hier passen nicht hundertprozentig. Dann muss man da ein bisschen nachbohren, dann verlieren sie vielleicht ihre Stabilität und. Da gibt es ganz viele verschiedene Gründe. Und deswegen gibt es ja auch die entsprechenden Gutachten. Und diese Rialfelge hier von Reifenreber, die passt zum Beispiel auch ans Model 3. Da gibt es schon die entsprechende ABE fürs Model Y, wie gesagt, noch nicht. Und wenn ich die jetzt hier einfach montieren würde und losfahren würde, dann würde das gesamte Auto im Prinzip seine Zulassung verlieren, weil ich mit einem Teil an dem Auto fahre, was keine Zulassung hat. Und damit verliere ich auch den Versicherungsschutz. Das heißt, sobald ich einen Unfall habe, bin ich der Gelackmeierte. Oder wenn die Polizei mich anhält, dann können die mir hier eine Riesenstrafe aufdrücken. Ordnungswidrigkeit, keine Ahnung, was das jetzt kostet. Wahrscheinlich wird der Wagen erstmal vorübergehend stillgelegt und. All das will man natürlich auf gar keinen Fall. Und deswegen machen wir jetzt natürlich erstmal Punkt 1, Reifen ans Auto. Und dafür fahre ich gleich zu einem Reifenhändler hier, der heißt Emichholz. Der sitzt bei mir im Prinzip um die Ecke, 2 Kilometer von mir. Da mache ich auch immer meine Reifen für mein Model S. Da lagern die Winterreifen auch ein.
Und die liefern super Service und da fahren wir jetzt mal hin und dann kommen die Reifen ans Auto. Aber jetzt noch die Frage, welche Reifen habe ich mir überhaupt zur Felge gekauft? Das sind nämlich die Pirelli Sotto Zero 255-40R20. Das sind Winterreifen. Die sind nicht ganz so billig. Es gibt ja zum Beispiel noch welche von Nokian, die sind deutlich günstiger. Und jetzt werdet ihr euch sicher auch fragen, wenn man sich die Datenblätter anguckt, was die Geräuschentwicklung angeht zum Beispiel, vom Nokian versus Pirelli. Da schneidet der Nokian, was die Dezibel angeht, doch deutlich besser ab. Ich glaube, der liegt irgendwie bei 69 dB und dieser Pirelli liegt, glaube ich, bei 71 dB. Ja, dann denkt man doch, warum nehme ich jetzt die, ne? Ganz einfach, diese Rollgeräusche, diese dB-Werte, die bei den Reifen stehen, das sind natürlich dB-Werte, die außen ermittelt werden. So, und das sind aber nicht die dB-Werte, die man im Prinzip im Inneren des Autos hört. Das heißt, diese Rollgeräusche, die sich ins Innere übertragen, sind andere als die, die sich nach außen übertragen. Und da hat dieser Pirelli zum Beispiel gegenüber dieses Nokian-Reifens und auch gegenüber anderen Reifen den Vorteil, dass sie hier innen drin noch so eine ganz dicke Schaumstoffeinlage auf der Lauffläche montiert haben oder verklebt wahrscheinlich. Und dadurch werden diese Vibrationen und Rollgeräusche, die sich nach innen übertragen, deutlich minimiert, was diesen Pirelli Sotto Zero Reifen in dieser Version hier, das sind sozusagen Akustikreifen, zwar nach außen lauter macht, aber nach innen leiser. Und da bin ich echt gespannt. Was ich mich aber gefragt habe, wenn ich jetzt hier zum Reifenhändler fahre und meine Felgen hier montieren lasse, dann sind die ja noch nicht abgenommen. Das heißt, ich fahre dann irgendwie durch die halbe Stadt. Den Termin mit der Dekra habe ich irgendwie ein paar Stunden später erst. Was bedeutet das? Habe ich dann während der Zeit keinen Versicherungsschutz? Weil eigentlich sind die ja noch nicht zugelassen. Sie sind auch noch nicht im Kfz-Schein eingetragen. Da habe ich dann mal bei meiner Versicherung nachgefragt und explizit gesagt, ich fahre dann ein paar Kilometer, vielleicht 20, 30 Kilometer durch die Stadt und habe keine ABE für die Felgen. Was bedeutet das? Ja, da hat die Versicherung mich beruhigt. Zum Zwecke der Zulassung, zum TÜV zu fahren oder auch zur Zulassungsstelle oder auch vorher kurz nach Hause, ist es alles kein Problem. Der Wagen ist auf jeden Fall weiter versichert und ich muss mir keine Sorgen machen. Das hat mich dann doch ein bisschen beruhigt. Da solltet ihr vielleicht, falls ihr sowas vorhabt, auch vielleicht nochmal bei eurer Versicherung nachfragen, dass die das auch wissen, dass das passiert, dass ihr mit einem Auto mit Felgen drauf fahrt für eine gewisse kurze Zeit, die noch keine Betriebserlaubnis haben. Damit es nicht irgendwie hinterher Ärger gibt, das solltet ihr vielleicht berücksichtigen. Ja, und wenn ihr sowas bei Reifen Reber bestellt, also diese Felgen fürs Model Y oder auch für jedes andere Elektroauto zusammen mit diesen Reifen, dann ruft da vorher doch auch gerne mal an und lasst euch beraten. Und dann, wenn die Reifen kommen, die kommen halt per Spedition. Das ging innerhalb von 3 Tagen, dann waren die da. Alles ist perfekt aufgezogen. Die Reifen sind ausgewuchtet, beziehungsweise die Felgen sind ausgewuchtet. Und ich kann im Prinzip so 1:1 damit zum Reifenservice fahren, die mir die jetzt aufs Auto ziehen. So, jetzt bin ich hier beim Reifen Emicols hier in Bremen und da wird gerade mein Model Y reingefahren und dann kommen die Winterräder drauf mit den Felgen. Und ja, was sie da machen, das zeige ich euch jetzt. So, die Felgen sind dran. Allerdings habe ich jetzt gerade gemerkt, es gibt einen Haken an der Sache. Und zwar brauche ich unbedingt noch die Abdeckkappen. Die habe ich nämlich gar nicht mitbestellt. Also so sieht das ja total doof aus. Aber sonst, sagt selbst, wenn das nicht geil aussieht, weiß ich auch nicht. Gut, Teil 1 des heutigen Tages ist erledigt. 2 Teile folgen noch, nämlich Dekra und Kfz-Zulassung.
Und jetzt habe ich gleich einen Termin bei der DEKRA in 40 Minuten. Da muss ich einmal quer durch Bremen fahren. Also mache mich mal jetzt besser auf den Weg. Jo, jetzt bin ich bei der DEKRA angekommen und ich habe dabei einmal die ABE vom Model 3 und ein Gutachten vom TÜV Rheinland. Und dann will ich mal gucken, ob ich meinen Ansprechpartner finde, damit er mir die Felgen jetzt auch möglichst bald abnimmt. So, erfolgreich den DEKRA-Test bestanden sozusagen. Die Felgen sind soweit abgenommen. Jetzt muss er noch ein bisschen Papierkram erledigen. War natürlich wieder ein bisschen spannend, weil er am Anfang nicht so genau wusste, ob das alles passt und hat sich natürlich ein bisschen erstmal angestellt, ist ja klar. Aber es hat alles geklappt und ja, jetzt warte ich noch darauf, dass ich die Bescheinigung kriege und dann habe ich heute Nachmittag den Termin in der Kfz-Zulassungsstelle. Das hat mich jetzt hier eine halbe Stunde gekostet, die Reifen aufzuziehen bei Emichholz, das waren 20 Minuten. Also der Zeitaufwand ist überschaubar. Jetzt muss ich noch 20 Minuten warten, bis er die ganzen Zettel unterschrieben hat und ja, dann bin ich erstmal durch für den Vormittag. Und es war auch gar nicht so einfach, die Fahrgestellnummer zu finden, also die, die eingestanzt ist in die Karosserie. Das Model Y ist ja nagelneu und die Info darüber, die hatte ich bis jetzt noch nicht. Wir haben die ja an der Scheibe hier und wir haben die hier am Typenschild an der Fahrertür, aber wo die eingestanzte Fahrgestellnummer war, da musste ich doch tatsächlich kurz mal ins Handbuch gucken. Und es ist eigentlich total easy, man muss da auch nichts auseinandernehmen, man muss eigentlich nur den Beifahrersitz zurückfahren. Und unter dem Beifahrersitz ist im Teppich eine kleine Klappe und wenn man die aufklappt, dann kann man da mit der Taschenlampe reinleuchten und da sieht man die eingestanzte Fahrgestellnummer. So, das DEKRA-Gutachten habe ich jetzt in meinen Händen. Ich habe jetzt auch die Rechnung in meinen Händen und ich bin doch ein bisschen entsetzt. Dieses Abnehmen bei der DEKRA hat jetzt 150 Euro gekostet. Das wusste ich gar nicht, dass das so teuer ist. Ich hatte jetzt mit 50 oder so gerechnet. Aber gut, ich meine, was tut man nicht alles für so schicke Felgen? Hilft ja nichts. So, und jetzt habe ich erstmal Feierabend, beziehungsweise bis ja so 3 Uhr oder so. Und dann habe ich den Termin bei der Zulassungsstelle. Jetzt bin ich hier bei der Zulassungsstelle in Bremen und ich habe gleich einen Termin. Da kann man online einen Termin bestellen, kriegt man so einen Termincode. Und damit soll man eigentlich so drankommen. Ich hoffe, dass das alles klappt. Ich habe jetzt dabei den Kfz-Schein, den Kfz-Brief, das DEKRA-Gutachten und auch diese ABE vom Model 3 und das Gutachten vom TÜV Rheinland von Reifen Reber. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube, das müsste eigentlich ausreichen. Drückt mir mal mit die Daumen. Dann müsste ich eigentlich in spätestens einer halben Stunde wieder raus sein. Ja, Viertelstunde hat es gedauert und jetzt halte ich hier einen frischen Fahrzeugschein in den Händen. Da sind die Felgen eingetragen. Also hat alles wunderbar geklappt, war ein bisschen Lauferei, 3 Stationen. Wie gesagt, einmal Felgen montieren, dann zum DEKRA-Gutachten erstellen, dann zur Kfz-Zulassungsstelle. Zeitaufwand für mich, insgesamt vielleicht so 2 Stunden. Und die Gebühr hier für den neuen Kfz-Schein hat ganze 24 Euro betragen. Plus 150 Euro für das Gutachten macht 174 Euro Zusatzkosten, die ihr unter Umständen dann berücksichtigen müsst, wenn ihr das selber machen wollt. Ja, jetzt sind wir wieder zu Hause und der Kreis schließt sich. Hat alles wirklich wunderbar geklappt. Also meine Befürchtungen sind zum Glück nicht wahr geworden, dass irgendwas schief gehen könnte. Der Zeitaufwand hielt sich, wie gesagt, in Grenzen. Und ja, was die Reifen angeht, die Pirellis, ich bin jetzt ja nicht so weit gefahren, aber durch die Stadt zumindest, da kann ich euch sagen, die hören sich natürlich ein bisschen anders an als die Sommerreifen, die Michelin, die ich hatte. Das sind ja auch 20 Zöller. Ich habe das Gefühl, das Rauschen ist ein bisschen lauter beim Rollen, aber dafür sind die dumpfen Frequenzen etwas weniger, also die tiefen Frequenzen etwas weniger. Das ist jetzt ein rein subjektiver Eindruck. Das müsste man nochmal auf einer längeren Strecke, vor allem auch bei höheren Geschwindigkeiten, probieren. Ja, ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Reifen Reber bedanken für diese Aktion, dafür, dass sie mich davon überzeugt haben, das mal mit diesen Felgen zu probieren, weil das sind eigentlich meine Wunschfelgen gewesen und ohne Eintragung hätte ich die so halt nicht kriegen können. Ganz besonderen Dank geht an Markus Reber, der mich per E-Mail mit Rat und Tat unterstützt hat, alle meine Fragen super schnell beantwortet hat. Und das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich total gerne mit so kleineren Familienunternehmen zusammenarbeite und nicht mit so großen, anonymen Firmen.
Wenn ihr nämlich Reifen braucht und da irgendwelche Fragen oder Probleme habt, dann sind da Leute, mit denen ihr reden könnt und die euch total helfen, die auch für die Elektromobilität wahnsinnig engagiert sind. Und ich kann es euch nur empfehlen, falls ihr Felgen oder Reifen braucht für euer Elektroauto, muss ja nicht Tesla sein, egal welches, dann probiert es doch mal bei Reifen Reber. Ich verlinke euch die Adresse, die Website hier unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao.